Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16 mit mir DF und falls ihr euch fragt, warum ich 16 immer so komisch ausspreche oder irgendwie falsch oder was weiß ich wie, ich habe einen Sprachfehler und ich habe Probleme S-Laute auszusprechen und ein S und ein Z, das von einem Z gefolgt wird, habe ich ganz schön Probleme. Deswegen versuche ich immer diese Zahl zu umgehen, was ziemlich schwer geht bei dem Spiel, das Final Fantasy 16 heißt. Was davon soll nochmal zum goldenen Federbett? Okay. Wir gehen erstmal in den Laden, bevor wir dahin gehen, wo wir hin sollen. Nach wohin? Eastpool. Wo ist der Laden? Der Laden ist hier irgendwo. Oh, ein Kristall am Brunnen. Hallo, Herr Händler. Was brauchst du? Ein Geierschwert, Bastardschwert, aber auch was Besseres. Goldschärpe haben wir auch. Kettenreife benutzen wir auch gerade, die Plus 1er. Ich glaube, die sind teuer. Ich glaube aber, ich brauchte den ein oder anderen Meteorstein. Notenrolle. Ich kaufe erstmal hier die Heiltränke. Besten Dank. Und dann kaufe ich, glaube ich. Hallo? Ich kann nur einen einzelnen Meteorstein kaufen. Ja, dann kaufen wir den. Bitte sehr. Weil den brauchen wir zum Craften, habe ich in Erinnerung. Haben wir irgendwie einen Gillkäfer oder irgendwas anderes? Hier zum Beispiel schwarze Blut, das kann verkauft werden. Davon habe ich 5. Danach hatte ich gesucht. Nach schwarzem Blut? Was ist mit dir kaputt? Es wäre schön, wenn das zur Herstellung irgendwo anders steht, als wo es steht. Beziehungsweise wenn es fest wäre und nicht am Ende des Textes wäre und jeder Text ist variabel. Pass auf dich auf, ja. Ist ein bisschen schade gemacht. Also nicht so geil gemacht, besser gesagt. So, dann wollen wir hier mal rein. Hallo Frau. Ich habe deinen Namen vergessen. Du bist Martha. Ich dachte, weil Marthas irgendwie heißt dieser Ort. Aber ich habe wirklich vergessen, dass die Wirtin hier auch Martha hieß. Hallo. Die ist ganz schön nicht nett. Anscheinend. Entschuldigung. Bist du die Wirtin dieser Schenke? Wie siehst du denn aus? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche, gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Wieso? Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Okay, gut. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Martha, eine alte Freundin von Sid. Er hat Freundin? Mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönix-Tor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist... Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Okay. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen.
und kommt einfach nicht zurück. Eine Brücke, die repariert denkst werden muss. Du, ihm ist etwas zugestoßen? Final Fantasy 1 Vibes. Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja, er ist runter ins Sumpfland eine andere Brücke warten. Die am gefallenen Tor. Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Burroughs. Da war ich ja eben. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt. Und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. Okay, das ist eine Quest. Also eine Nebenquest. Man hat auch wirklich bemerkt, wo Motion Capturing benutzt worden ist und wo nicht, weil plötzlich alles, die Animation viel einfacher und steifer, sag ich mal, worden. Was hat sich Bernard dabei gedacht, so realistisch allein ins Sumpfland zu gehen? Ich will gar nicht dran denken, was ihm da alles auflauern könnte. Die Leiter am Tor ist der schnellste Weg runter. Hoffentlich kommt ihr noch rechtzeitig. Geht dann wohl nochmal. Suchen wir die Leiter. Wir wissen ja, wo die Leiter ist, wie wir da hochgekommen sind. Lass einfach alle stehen neben dem Tor. Kümmere dich um Marthas Anliegen. Finde Bernard. Oder Bernard. Wie kann man denn schnell eine Leiter runter? Ich meine, das geht relativ fix. Aber es muss ja noch schneller gehen. Mir ist egal, was deine Herrin dir befiehlt, dein Schwert. Ah! Bleib mir vom Leib! Hörst du das? Da, unter der Brücke. Schnell. Ich glaube. Da? Verdammt. Ich sehe zwar keinen Mann, aber ich muss mich gerade erstmal wieder eingewöhnen ans Spiel. Auch wenn ich erst gestern gespielt habe. Warte, anvisieren wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Nicht dein Tag! Lehmkrebse erledigt. Oder erlegt. Es ist immer so komisch, wenn man so Billo-Gegner besiegen, dass dann diese Ergebnisbildschirm kommt. Danke, Milady. Ihr habt mich gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wärt, dann wär ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick, ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt. Sofort. Das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor, aber anscheinend haben wir den nie gesehen. Okay, er macht wahrscheinlich die Brücke jetzt fertig und wir warten eine Runde, oder was? Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard. Wir hatten nämlich vor, nach Eastpool weiterzureisen. Deine Mühen wissen wir zu schätzen. Besonders nach dem Schrecken, den du vorhin bekommen hast. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha, aber lang genug. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe.
und die Brücke bald repariert ist. Werden wir. Okay. Marthas Rast, so heißt der Ort, genau. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Aber ich hätte schon gestern in Eastpool sein sollen. Hat der Kerl überhaupt eine Ahnung? Die Brücke ist kaputt. Wer nach Eastpool will, muss warten. Okay. Okay. Wollen wir nach Martha? Ich hoffe, das ist der richtige Weg, weil ich habe mich hier in dem Dörfchen oder was es auch immer sein soll, nicht richtig umgeguckt, wo es hier lang geht. Okay. Er hätte es auch einen Hintereingang gegeben, weil das wäre dann ein bisschen flotter gewesen. Ich guck mal gerade, ob es hier irgendwie sowas wie einen Hintereingang gibt, aber schaut nicht danach aus. Das war gute, ehrliche Arbeit. Ihr seid zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank. Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das ist nett. Das tun wir gern. Auftrag abgeschlossen. Ich krieg Gil. Mit Gil kann ich nicht revanchieren, aber ich krieg erstmal eine ganze Menge Gil. Und einen Meteorstein. Die sind nicht so mega selten, aber selten genug, dass ich einen gekauft habe. Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber lösch den Durst. Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Ja, früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben sie sie weggebracht? Das haben sie. Entweder zur Armee oder nach Oriflam. Was ist ein Oriflam? Am Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Oriflamme, wird mir nicht gesagt. Kaiserliche Provinz Rosaria, das machen wir ein bisschen fertig. Weil das ein Großherzogschaft war oder einfach nur Herzogschaft. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sanbrek Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Oriflamme ist, glaube ich, die Hauptstadt von Sanbrek. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor! Ach, du armes Ding! Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Alter! Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Na gut. Alter. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Was ist das? Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen?
Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Welches Kloster meinst du denn? St. Glaedemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir. Dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Ist das angenommen? Los der Träger auf angelost. Was laber ich? Ich bin ein bisschen durch den Wind. Heute war ein komischer Tag für mich. Und wo muss ich hin? Trauerbuch, Brucht, Bucht, Stille Ufer, Ol, die Hill, Fels, Falkenschrein, Seitenschrand. Immer weit, der gebrochene Griff. Okay. Muss wahrscheinlich über die Brücke. Keine Scheu! Nacken, Schulter, Rippchen, alles frisch! Kann ich das hier einfach also hier runterlassen? Ach, das ist ein Fahrstuhl. Das ist sowas, ja. Dass man Kinder testet. Dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Oder? Nein. Das ist ein Item. Ja, das ist ganz schön krass, wie die Träger behandeln. Komm mal her. Megalokrabben! Ja! Das erinnert mich an Final Fantasy 14. Noch ein Item? Ja, da hinten. Bei der Schildkröte. Ich hoffe, die hat einen bestimmten Namen. Adamantamai. Ja, genau. Weil das sind die Schildkröten aus dem Final Fantasy. Also aus Final Fantasy. So heißen die immer. Wieso kann ich nicht das einsetzen, was ich einsetzen wollte? Warte, hier. Zack. Warte, au, 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 au. Ach, jetzt habe ich wieder einen Supertrank benutzt, weil ich dachte, ich wäre auf Torgal. Weil Torgal soll einen heilen. Da braucht er jetzt auch nicht. Hör mal auf. Hat Torgal gerade gekontert? Das ist ja cool. Es ist sehr interessant, dass ich nur an dem Kopf und den Beinen und so Schaden mache und beziehungsweise wenn ich Schaden mache am Körper, das, also am Panzer, dass dann mein Schwert zurückgeschlagen wird. Myrit ist immer gut. Da haben wir das Item so zwischendurch mal eingesammelt. Ah, hier geht's auch lang. Wir müssen hier sogar lang. Ich meine, wir hätten auch einen anderen Weg gehen können, aber jetzt gehen wir den hier. Das ist ein Item. Und die Killerbiene. Das war nicht so gut. Okay.
Dornmuschelschale. Warte, hier wird doch irgendwie was sein, oder? Ja. Ich gehe nochmal da zurück, wo der Adamantamai war. Nicht, dass da eine Truhe war, die ich einfach übersehen habe. Weil das war ja ein etwas stärkerer Gegner. Da hinten ist ein Item, aber da kommen wir nicht hin. Hier sieht es auch nicht nach Truhe aus. Nirgendwo. Hier so. Nein. So. Wie gesagt, heute war irgendwie nicht so der geile Tag für mich. Ich habe auch überlegt, ich habe halt wirklich Bock zu spielen. Deswegen spiele ich auch, aber ich habe echt schlechte Laune. Und ich hoffe einfach, dass sie so ein bisschen besser wird. Gut. Stufe erhöht. Wunderherrlich. Ich weiß, dass ich während der Kämpfen ziemlich leise bin, aber ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Außer ich könnte... Es ist schwer. Also Leute, die Let's Plays machen, wissen das, aber zu reden und zu spielen kann manchmal schwer sein. Also sich zu konzentrieren und zu einfach dann irgendwie irgendwas zu erzählen. Hallo, Krabbe! Nein, die andere. Ah, dann das hier. Und ja, da hatten wir das. Ich war gerade am Erzählen und dann bin ich am Kämpfen und dann bin ich leise geworden. Wie gesagt, es ist wirklich schwer. Ich glaube, ich habe mich gedreht. Es ist wirklich schwer, sich zu konzentrieren und zu labern. Deswegen höre ich auch manchmal auf zu reden, wenn ich mich mehr konzentrieren muss. Weil man kann das Spiel wahrscheinlich spielen, indem man einfach nur denselben Button die ganze Zeit drückt. Und Leute sagen ja, das Spiel besteht einfach nur aus Viereckdrücken. Ja, nee, bin ich mal komplett anderer Meinung. Und ich finde, dass man sich konzentrieren muss, was man für Knöpfe drückt. Auch wenn es jetzt nicht so viele abwechslungsreiche Kombos gibt, aber es ist auch nicht einfach nur Viereck drücken. Was ist denn da los? Wieso ist denn da so ein komischer Chocobo? Ey, wir gehen mal hier kurz gucken, weil hier wird doch ein Item sein. Ich habe jetzt auch mal auf also ein bisschen gewartet und geguckt, wie es auf howtolongtobeat.com ist, wie lange man für das Spiel braucht. Ungefähr, wenn man nur die Story macht, so eine 30 Stunden. Wenn man ein bisschen Nebenquest und so macht, dann so um die 40 Stunden.
Und Completionist, also Leute, die das Spiel zu 100% spielen, brauchen ungefähr 70 Stunden. Auf was prügeln die ein? Ich dachte, die wäre tot gewesen. Ja. Gibt es ein bisschen 70 Stunden? Ich kann es mir schon gar nicht vorstellen, weil das Spiel ist noch nicht lang genug draußen, dass man da einen guten Vergleich hat, wie das so alles ist. Hallo, Blaufeder. Die ist, hallo. Okay, der ist aggressiv. Und die anderen wurden auch ein bisschen aggressiv durch ihn hier. Ja, das Gelaber, das hätte man auch nach dem Kampf machen können. Wilder Chocobo, dass ich gegen Chocobos kämpfe. Dass sie bluten und alles. Das finde ich nicht so toll. Das finde ich nicht so toll, dass ich die mich hier gegen Chocobos kämpfen lassen. Ich dachte, der sieht interessant aus. Ich gehe da mal hin. Und dann wurde er aggressiv und die anderen wurden aggressiv und dann war alles scheiße. Finstere Witwe, also nicht Schwarzwitwe, sondern eine finstere. Das war's. Warte, hier ist noch. Habe ich das Item gesehen oder bin ich mir hier wieder Sachen ein? Da sind Items. Das Kloster ist aber in die Richtung. Jetzt mal das Item einsammeln. Arach. Ne. Hör auf bitte, weil Kampf vorbei. Okay, das Item haben wir gerade eingesammelt, glaube ich. Oh, hier sind Gräber. Ich bin mal so frech und lauf über sie rüber. Kann ich eins davon lesen? Wäre lustig, wenn eins sagen würde, hier heißt Erdrick oder Link. Je nachdem, welche Version man spielt. Die japanische oder die englische. Wäre eine Anspielung, also ist eine leichte Anspielung auf Final Fantasy 1 gewesen. Ich nehme mal das Item hier. Die Chocobos sind eigentlich friedfertig. Wollt ihr? Okay, dann machen wir sie kaputt. Hat er gerade gesagt, und schon wieder kämpfen? Was ist denn das für ein Spruch? Komm, wir gehen aber so langsam. Warte, ist das ein. Das ist kein Obelisk. Gehen wir langsam, aber sicher zum Kloster. Wir waren quasi schon fast da. Aber wir sind dann nochmal abgezweigt. Ja,